Erstens, ich bin ein schlechter Schütze und zweitens, ich bin ein schlechter Taktiker. Hört ihr das? Da kommt wer. Schnell, versteckt euch. Ihr werft C4? Was sollte denn das? Die waren verschanzt. Wir hatten keine Wahl, Sir. Zum Glück ist nicht der ganze Laden eingestürzt. Wo ist B? Wo ist der Soldat? Der Kerl aus dem Flugzeug? Unten, Sir. Wird er bewacht? Die ganze Zeit. Gut. Ich werde mal Hallo sagen. Agent Castleton. Moment. Was? Er redet nicht, Sir. Mit mir schon. Wo war B? Walker, das war ein Amerikaner. Ja, hab's bemerkt. Ups, Entschuldigung. Also lassen sich die Einheimischen von dem Ami was sagen? Und was will er von der 33. Ich hab keine Ahnung. Auf dem Dach! Mach das Dach platt! Warte! So. Super schön. Nachladen. Und da war die Granate. Nein, da war die Granate. Nein! Das war dumm gewesen. Das war meine letzte Granate. Okay. Das Ding hat funktioniert. Gerade eben auch nicht geklappt. Und lauf! Okay, weiter geht's. So, jetzt aber richtig. Tango erledigt! Ich bin weg! Bei dem Sturm hört man keine Befehle, also pass auf dich auf! Okay, jeder sucht sich seine Ziele selbst. Hab ein! So. Diesmal langsam raus hier! Der Sturm geht uns der Gang! Feind mit Schrotflinte unterwegs! Passt auf! Ich würde sagen... ich sollte auch mal nachladen. So, wir sind drin. Gut. Verfluchter Mist. Ich werde einen Monat lang Sand spucken. Witzig. Nicht zurücklehnen, wir müssen weiter. Jede verlorene Minute kann darüber entscheiden, ob ein Soldat lebend heimfliegt oder im Leichensack. Das sind Spuren, die zum Aufzugsschacht führen. Mal sehen, was in dem Rattenloch ist. Okay. Und nochmal eine Runde. Aber Orte, Vorsicht, die Geisel. Wir sind hier nicht allein. Kapitel 4, die Flüchtlinge. Okay. Wir haben Kapitel 3 übersprungen irgendwie. Naja. Es sieht irgendwie schon. Riecht geil. Ihr das? Hier unten hat definitiv mal einer gelebt. Was man so Leben nennt. Ich nenn's Überleben. Ist wahrscheinlich schon seit den ersten Stürmen so. Das Leben ist hart, ist aber kein Grund, Soldaten zu killen. Der Amerikaner oben hat ihnen einen geliefert. Ja, aber warum? Wüsste ich auch gern.
Vor allem, wer ist der Amerikaner? Oh. Neues Objekt gefunden. Ich habe eine Puppe gefunden. Die stammt nicht aus den alten Tagen. Diamantringe als Augen, Kleidchen aus Seide. Die entstand, nachdem die Sturmwand kam. Das heißt Kinder, Familien. Ich frage mich, wer ist unser Feind? Conrads Evakuierung scheiterte hier in der Nähe. Sind das Überlebende? Töten wir die Menschen, die wir retten sollten? Ich werde Adams oder Lugo nicht sagen. Ist schon hart genug. Wäre nur eine zusätzliche Belastung. Wer auf uns schießt, ist ein Feind. Ob er Familie hat oder nicht. Okay, das ist heftig. Es ist so ein Zwiespalt. Man weiß nicht genau, ob man jetzt was Gutes tut oder nicht. Oder... Was ist denn... ein Spiel... was zwei Seiten der Medaille eines Krieges aufdeckt. Da vorne ist Licht. Geh nachsehen. Du bist der Boss. Würde ich mal sagen. Also es ist schon... heftig. Vor allem, wer war dieser Amerikaner? Sieht aus wie eine Art Lager. Von hier haben sie vermutlich die Geisel. Das würde ich gerne wissen. Kommt mir nach. Gehört er zu 33. Und die Rebellen gehören mit ihm. Und die 33. ist gegen uns. Oder was ist passiert? Und Cole bleiben. Hier unten gibt es Zivilisten. Nette Bude. Oh, Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser. Scheiße, die haben auch ein Piano? Ich hab den falschen Job. Lugo, still. Sorry. Cool, man kann die Sachen ausmachen. Ja, ist irgendwie klar, wenn man über Sachen übertritt. Stimmt, ein Piano. Was passiert? Oh, ich kann nicht schießen, okay. Ja, wahrscheinlich, weil es hier Zivilisten gibt. Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert. Nein, sieh dir die Anordnung an. Das war eine Exekution. Ja. Wie die Kabuler Todesschadronen. Scheiße. Ja. Scheiße. Sieht überhaupt nicht schön aus, als wären die der Reihe nach erschossen worden. So, gehören die jetzt zu 33? Hier ist wer. Folgt mir und seid leise. Oder ist das der Amerikaner vielleicht, der gegen die 33. ist, oder? Was ist was? Wir machen so weiter, bis sie mir sagen, was ich wissen will. Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent. Die 33. ist schon unterwegs. Die Damned wird sie nicht retten. Als die Damned desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren. Okay. Idiot! Hier wäre es friedlich, hätten sie nicht die Leute aufgestachelt, wieder Soldaten zu töten. Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft. Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann. Das könnt ihr jetzt beweisen. Ich sag nämlich gar nichts mehr. Nein! Was? Nicht feuern! Die Waffe runter! Sehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden sie die Pistole woanders hinrichten. Nehmen Sie erst Ihre runter. Daraus wird nichts. Haben Sie einen Namen? McPherson, First Lieutenant. Sie? Walker, Captain. Wir fanden Ihren Freund im Flugzeug. Er sagte uns, wo wir Sie finden. Ach ja, wo ist er? Er hat's nicht geschafft. Wieso wundert mich das nicht? Denken Sie, wir haben ihn getötet? Habe ich nicht gesagt. Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant. Artikel 4, Captain. Sprechen Sie mit meinem Commander. Und wo ist er? Im Moment ist er vermutlich unten. Ja, bestimmt. Warten Sie doch hier. Ich hole ihn. Also, der Amerikaner gehört... Oh mein Gott. Check die Leiche. Der Amerikaner gehört zur CIA. Und der Lieutenant... Boah. Der... Er lügt nicht. CIA-Marken. Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Du lässt ihn gehen? Wieso? Ich erschieß keinen US-Soldaten, Lugo.
Und wir können ihm zur 33. folgen. Und der andere gehört zur 33. Und die haben wohl... Die CIA hat wohl die Rebellen aufgestachelt gegen die 33. So wie ich das jetzt verstehe. Verdammt! Alles CIA-Zeug. Au! Das war anscheinend ihr Versteck. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Ist normal für die CIA. Ja, aber US-Soldaten zu killen nicht. Ich kenne die nicht, aber sie sind von der CIA. Wer sollten die sonst sein? Sie kennen unsere Order. Da sind sie! Tötet sie! Wow! Feuer erwidern! Wir haben Besuch! Nein! Okay, die ganze Mannschaft war tot. Super. Walker und Konrad dienten gemeinsam während der Mission in Kabul. Ja, das wissen wir. Check die Leiche. Lügt nicht. CIA-Marken. Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Du lässt ihn gehen? Wieso? Ich erschieß keine... Super, das nächste Mal muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten, denn ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, wie man zwischen den Granaten umschaltet. Verdammt! Alles CIA-Zeug. Das war anscheinend ihr Versteck. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Ist normal für die CIA. Ja, aber US-Soldaten zu killen nicht. Ich kenne die nicht, aber sie sind von der CIA. Wer sollten die sonst sein? Die kennen unsere Order. Da sind sie! Tötet sie! Wir haben Besuch! Feuer erwidern! Der Raum gedeckt! Bringt ihn auf! Feind ist tot! Scheiße, wir sind unter schwerem Beschuss! Es waren Soldaten. Welche von uns? Es war Notwehr. Das macht's auch nicht besser. Soll's auch nicht. Lade nach. Okay, wir haben gerade US-Soldaten erschossen. Wir haben gerade US-Soldaten erschossen. Geh zurück. Davon ist Tageslicht. Entschuldigung, das ich muss mal kurz aufhören. Los. Bis zum nächsten Mal.